Ja, Leute, da wären wir auch schon wieder zu einer neuen Folge der Minecraft-Rätsel. Ich habe jetzt irgendwie 3 Wochen nichts aufgenommen, aber so langsam wird es mir wieder Zeit. Und ja, ich hole mir das mal kurz. Und zwar, ich brauche einfach eine Slab jetzt, ne, um das letzte Rätsel aufzulösen. Und zwar handelte das ja davon, wie kann ich TNT dazu bringen, einen und denselben Block einmal explodieren zu lassen und einmal nicht. Und ja, das ist ja sicherlich ganz interessant und das können wir mal testen. Zum Beispiel ja hier hinten, ne, hier hatten wir eh schon so ein paar Experimente gemacht von solchen Sachen. Und ja, da können wir mal hier schauen. Einmal machen wir jetzt hier eine Slab so rum, ne, dass die so, dass das TNT direkt draufsteht. Und einmal machen wir eine Slab unten hin. Ja, also so. Und ja, die sollten sich auch nicht beeinflussen hier, die sind weit genug eigentlich auseinander. Und ja, dann zünden wir die beide mal an hier und vergleichen das Ganze mal. Denn das ist ganz interessant. Ach so, ja. Das sollte jetzt... Ah, das geht doch kaputt, okay. Aber warte, ich habe gleich noch den eigentlichen Fakt für euch. Weil der Block darunter geht immer kaputt. Ja, ich habe das jetzt schon wieder verwechselt. Ja, sorry, die letzte Folge ist wie gesagt lange her. ja, und zwar müssen wir einmal so eine Plattform bauen hier, ne? Sowas in der Art. Ich mach mal kurz Time at irgendwie sowas. So, dann machen wir das hin und dann jetzt aber habe ich es kapiert, ne? Wie ich es wollte. Und zwar so. Und dann in die Mitte halt TNT, ne? Da werden wir sehen, das sollte eigentlich nur den Block in der Mitte zerstören. Genau, und hier logischerweise alle. Weil das sind irgendwie ganze Blöcke. Also es gilt als ganzer Block. Da können ja auch Mobs drauf spawnen und hier zum Beispiel nicht. Und ja, das ist eben die Besonderheit. Und ja, ich finde, das ist ein ziemlich cooler Fakt auf jeden Fall. Also hier wurden die gleichen Blöcke mit derselben ID, oder mit der gleichen ID, nicht zerstört, aber hier wurden die eben entsprechend kaputt gemacht, ne? Und ja, das ist eben so die Sache, worauf ich dann hinaus wollte. Ich weiß nicht, ob ihr drauf gekommen seid. Ich hatte auch irgendwann schon mal so ein ähnliches Rätsel. Ich glaube, das war noch auf LP Streety. Und ja, da ging es um den Nether irgendwie. Da ging es aber darum, hier mit Quarz Slabs irgendwie von einem Ghast beschießen lassen und normale Quarzblöcke, und da gab es irgendwie Unterschiede, ne? Ja, ist schon wieder eine Weile her. Auf jeden Fall, ja, was ist mein Rätsel heute? Heute möchte ich eigentlich nur von euch wissen, wie kann ich Holz dazu bringen, oder wie kann ich Holz so an sich lavasicher machen? Ja, das wäre vielleicht mal eine ganz interessante Frage. Ja, beantwortet die mir in den Kommentaren. Ich möchte also einfach dafür sorgen, quasi, dass das Holz nicht verbrennt, logischerweise, ne? Weil das tut es ja normalerweise, wenn man es neben Lava tut oder so, oder in die Nähe. Dann gibt es ja da so ein Hitzelevel und wenn das überspringt, dann verbrennt das Holz. Aber wie kann man das Holz davor schützen? Und ja, eine Sache ist natürlich nicht erlaubt und das ist Wasser. Also, ja, das wäre ja zu einfach, ne? Das dürfte also dann nicht angeben, aber alles andere eigentlich schon. Gut, Commands auch nicht, ist klar, ne? Oder, ja, generell solche Sachen, ja, also Sachen, die zu einfach erscheinen, sind es dann wahrscheinlich nicht, ne? Sagen wir mal so, ich will nicht zu viel verraten, aber ich lasse euch ein bisschen knobeln. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, ne? Und ja, dann tschüss, bis dann.